Hallo liebe Gamer da draußen, ich bin's wieder, Generation Gamer G6. Und wie versprochen, heute ist der Tag, an dem Assassin's Creed 4 Black Flag in der Bacony Edition für die Wii U auch hier bei mir zu Hause eingetrudelt ist. Das ist das gute Stück und ja, ich kann es kaum erwarten. Schauen wir mal auf die Rückseite dieser wunderschönen Kiste. Da haben wir mal einen schönen Überblick. Und was ich sehr interessant finde, wovon ich eigentlich ausgegangen bin, dass es nicht enthalten ist, aber anscheinend ist es doch enthalten und sind zwar DLCs. Extra Waffen, Kostüme, Zusatz, Bonus-Missionen. Ja, natürlich die Figur von Edward Kenway. Wir haben den Soundtrack, der ist mit dabei. Das Artbook ist mit dabei, die Kiste. Und ja, auch DLCs, so wie es aussieht. Und ja, ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal rein. So, wunderschön für die Wii U. Ja, ist klar. Yay. Yay. So. Ach Gottchen, warte mal. Ich habe mich ja vorbereitet. Dass alles mehrmals gut zugeklebt ist. So. Ah, komm her. So. Oh ja. Das sieht schon sehr gut aus. Das Wichtigste natürlich, darum dreht es sich natürlich, das Spiel für die Wii U, Assassin's Creed. Da schauen wir gleich nochmal rein. So, wir können es ja auch mal kurz so kippen, damit man sieht, wie es da drin verpackt ist. So, also hier oben war das Spiel mit drin. Hier haben wir jetzt noch... Als allererstes. Oh, das finde ich richtig cool, Leute. Das ist richtig hochwertig verarbeitet. Das ist das Artbook von Assassin's Creed. Mal kurz reinschauen. So. Und das ist nicht irgendeine Billigverarbeitung, sondern das ist richtig hochwertig. Genau. Artworks quasi aus dem Spiel. Ja, das ist schon eine nette Idee. Da hat man sich nicht lumpen lassen. Man hat die Box wirklich randvoll geknallt. So, hier haben wir die Characters, die verschiedenen Charaktere. Da haben wir Blackbeard, Edward Kenway. Hier können wir nochmal kurz die diversen Charaktere zeigen. Und wo ist Jack Sparrow? Jack Sparrow ist nicht dabei! No! So. Ja, wie gesagt, so immer so weiter. Also es ist hier wirklich randvoll gepackt mit unterschiedlichsten. Hier haben wir sogar wahrscheinlich die ganzen Artworks noch zu den Fischen, die wir ja unter anderem auch im Spiel fangen können, Walfang. Da wundert es mich übrigens, dass da sich einige Organisationen noch nicht negativ zu geäußert haben. Aber naja, mir soll es egal sein. So, die Verpackung übrigens, Leute, die ist auch richtig nice gemacht. Das ist wirklich... dieser Briefumschlag wirklich so in einer Art, wir können es nochmal umdrehen. Halt so wie früher, also es hat halt diesen verruchten, diesen alten Touch. Kein Wachsiegel, das enttäuscht mich jetzt aber. Dafür war das Geld nicht mehr da. So. Sind das Postkarten oder was sind das? Ich kann sie dir als Postkarten schicken, wenn ich in Hamburg wohne. So, hier haben wir nochmal Edward Kenway. So. Moment, ich kipp das gleich mal. Blendet ein bisschen. Oh, schick. Tja. Ja, die sind auch noch mit dabei. So, was haben wir noch? Ist da noch was drin? Ja, da ist natürlich noch was drin. Kann man es erkennen? Es ist der Assassin's Creed 4 Black Flag Soundtrack. Mal gucken, was steht denn hier hinten? Da steht gar nichts. So sieht das gute Stück aus. Das ist selbsterklärend, denke ich mal. Genau. Genau, ich weiß jetzt nicht, es wird wahrscheinlich dieser eine Soundtrack drauf sein. Also es ist jetzt sicher keine Liederbeschreibung drauf. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Können wir nachher mal reinhören.
ist auf jeden Fall auch mit dabei. So. Und da ist der Gute. Da haben wir den Edward. So, ich würde mal sagen, wir haben wieder viel Verpackungsmaterial. So. Wollen wir den nicht erstmal aufbauen und dann fertig präsentieren? Es könnte ein bisschen länger dauern. Ja, Leute, ich würde mal sagen, wir machen einen kleinen Cut. Und wenn er dann fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, hallo liebe Gamer, da sind wir wieder und ha, ich hab's geschafft. Sie ist aufgebaut, die Figur von Edward Kenway. Also sie ist wirklich sehr hochwertig verbaut oder überhaupt verarbeitet worden. Und das finde ich übrigens auch so ein nettes Detail, dass hier dann so ein richtiges, kleines Bändchen quasi als Seil genommen wurde. Und erstmal provisorisch zusammengebaut, aber ich denke mal, die bekommt einen Ehrenplatz bei mir. Ich muss mal schauen, wo. Ich ziehe ja bald um und irgendwo werde ich ein schönes Plätzchen für diese Figur finden. Und ja, jetzt widmen wir uns dem Herzstück, nämlich dem Spiel Assassin's Creed 4 Black Flag. Jetzt reißen wir hier erstmal diese wunderschöne Plastikverpackung auf. Und noch mehr Müll. Hat sich das Müllgeld ja wenigstens bezahlt. Bezahlt immer. So. So. Da ist das gute Stück. So, wir haben hier. Was haben wir hier? Das scheint mir eine Anleitung zu sein, genau. Moment. So. Einmal die Garantie, dann die Schiffssteuerung und wie man zu Fuß unterwegs ist. Der Ubisoft-Kundendienst darf auch nicht fehlen. Und auf der Rückseite mehr Spielersteuerung. Also alles im Prinzip kurz und kompakt in einem kleinen Flyer. So wie man es ja quasi auch schon kennt. So, etwas Werbung darf auch nicht fehlen. Uplay von Ubisoft. Mal gucken. Gut, Avatare werden wir auf der Wii U wahrscheinlich nicht haben. Ist auch mal ganz nett. Füllt die Box, bringt uns aber momentan gar nichts. So, wir haben hier Club Nintendo Codes. Damit haben wir wieder ein paar Sterne, die wir dann eintauschen können in Wii Points bzw. Nintendo Points oder halt wie die Luigi-Münze, die ich mir letztens gekauft habe. Von daher. Goddammit. Von daher, immer eine nette Geschichte. Kann man ja sammeln und von daher, irgendwann wird sich da hoffentlich dann mal was Nützliches finden. So, Unlock, da habe ich schon drauf gewartet. Exklusiv-Content. So, jetzt schauen wir doch mal. So, wir haben hier die Black Island Mission. Wir haben daneben Hidden Mystery Missions. Dann haben wir noch einmal hier unten. Ebenfalls geheime Missionen, sowie extra Waffen. Das sieht aus wie Jack Sparrow. Sag ich ja, doch. Er ist doch mit dabei. Ja. Und, Captain Kenways Legacy, seine zwei goldenen Säbel. Oh, schick. Ja, die sind also in der Wii U-Version auch mit dabei. Und das fand ich ziemlich überraschend. Denn eigentlich war ja die Aussage von Ubisoft, ne, Wii U bekommt diesmal keine DLCs. Assassin's Creed 3 hatte ja, glaube ich, sogar 3-4 DLCs und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass jetzt Black Flag keine mehr bekommen würde. Tja, ich habe mich Gott sei Dank geirrt und ja, die 100 Euro haben sich also komplett gelohnt, denn es ist alles enthalten. Ja, und dann zum Schluss noch die Disc. Das ist das gute Stück für die Wii U. Das Ganze geziert mit Edward Kenway vorne drauf und der Assassinen-Piratenflagge. So, und ich würde sagen, wahrscheinlich wird es wieder ein Update oder irgendwas ähnliches geben. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder einige Minuten warten. Wenn wir Glück haben, können wir gleich loszocken. In dem Sinne soll es das mit dem Unboxing gewesen sein. Ich bin wieder reich beschenkt, nicht wirklich geworden.
Ich hätte es mir gewünscht, wenn es mir der Brain CLP geschenkt hätte, aber... Ja, das war wieder klar. Nein, ich habe es mir selbst gekauft. Und ja, ich würde sagen, dann werfen wir gleich mal einen kleinen Blick in das gute Spiel und ich werde gleich ein kleines Gameplay-Video dazu bereitstellen, welches ihr im Anschluss an dieses Unboxing sehen werdet. So, ich würde sagen, legen wir los. Oder was, Edward? Bist du bereit? Ich glaube, er ist bereit. Jo! Bis später!